Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Degenodon, zu einem Weihnachtsspecial, Zwergnachtsspecial. Frohe Zwergnachten an dieser Stelle. Ja, wir spielen heute Yooka-Laylee. Anderthalb Stunden habe ich dafür eingeplant. Ich werde heute mal ein Longplay machen. Ja, kann man wohl so nennen. Wird heute über eine Stunde, anderthalb Stunden, anderthalb, so 90, 95 Minuten. Mal schauen, je nachdem, wie es dann wird, werde ich heute mal dieses Spiel anspielen. In einem kleinen weihnachtlichen Special für euch. Zwergnachts-Special. Ja, mein Geschenk an euch quasi heute. Ein Longplay dieses Spiels. Ja, gibt es da noch viel mehr zu sagen? Das ist ein kleines Jump'n'Run, wenn ich das richtig gesehen habe. Und ja, viel weiß auch nicht drüber. Soll ganz lustig sein. Starten wir rein ins Spiel. Gib dich auf ein Einzelspielabenteuer. Wir spielen mit Maus und Tastatur, nicht mit Controller. So, Hauptabenteuer. Optionen und Zeugs, ja genau das. Okay, mit Space will Maus. Ich würde gerne mal ein bisschen Optionen hier. Wir müssen den Sound trotzdem ein bisschen leiser machen. Ja. Sprache abkürzen, okay. Nee, eigentlich nicht. So ist okay. Zurück. Anzeige. Ja. Sehr schön. Kann man machen. Sprache haben wir Deutsch. Sprachstandard. Da will ich bitte Deutsch. Steuerung schauen wir uns nochmal an. Vibration. Ja, bringt ja eigentlich nichts. So, wenn das Tastatur vibrieren. Okay, Störung werden wir wohl noch erklärt bekommen. Ich hoffe, das geht mit Maus und Tastatur. Und dann brechen wir auf ins Hauptabenteuer. Spielen wir. Spiel 1, neues Spiel. Und da haben wir schon den Yooka. Die Fledermaus ist, glaube ich, diejenige, wenn ich mich nicht irre. Auf geht's. Wir werden sie kennenlernen. Schmause leckere Schmetterlinge, um deine Gesundheit und Energie aufzufüllen. Aha. Dann bin ich mal gespannt. Auf geht's. Schiff, Bruchbucht. Alles wurde gemäß ihren Angaben vorbereitet. Kapitel B, das Personal gehört Ihnen. Finden Sie, dass diese neuen Statuen golden genug sind? Oder ist sie zu golden? Sie ist, testet sie an einer Fokusgruppe. Die Angestellten brauchen jemanden, zu dem sie aufschauen können. Moment mal, was ist das? Irgendwas? Das ist die Statue des Vizepräsidenten, Sir. Die habe ich nie genehmigt. Außerdem wirft sie einen ungünstigen Schatten auf den Sockel der Präsidentenstatue.
Weg damit. Natürlich, Sie sind jetzt der Boss. Sind wir bereit, die neueste Profitaufblähungstechnologie zu synergetisieren? Jawohl, Sir. Ich habe den Novellisator 64 vorbereitet, meine bislang genialste Erfindung. Damit können wir alle verstaubten alten Bücher Welt stehlen und so zum einzigen Player auf dem Markt werden. Eine gleichsam skrupellose und dynamische Strategie, Doktor. Sehr schön. Bereiten Sie den Apparat sofort vor. Ich will bis Mittag auf dem Golfplatz von Welt 4 stehen. Jawohl, Sir. Sofort, Sir. Und krank. Sorgen Sie dafür, dass Sie das besondere Buch sichern. Schon werden dann Bücher eingesaugt. Oh nein. Der will sich ein Büchermonopol aufbauen. Und hier ist wohl unser Held. Unsere Helden. Ah, was für ein Leben. Dieses alte Schusspark fühlt sich endlich wie ein Zuhause an, Lady. Das kommt von meinem farbenfrohen Anstrich, Yoka. Es war Zeit für eine Renovierung. Die meisten Zimmer waren unberührt, seit wir eingezogen sind. Hier weiß, wer weiß, was sich unter den Kienen verbirgt. Hauptsächlich Insekten, und zwar ziemlich leckere. Oh, und ein altes Buch, das ich als Getränkeuntersatz verwendet habe. Wow, ein Piratenschatz. Es ist sicher viel wert. Sieht antik aus. Wirklich? Meinst du, wir sollten es vertickern? Ich gebe die 20% vom Erlös ab. Hey, mein profitables Buch. Es wird weggesaugt. Die Seiten, die sie entfliehen. Und sie sind golden. Ich glaube, das Buch ist ein wenig spezieller, als du gedacht hattest, Lady. Schnell, hinterher. Das Buch ist jetzt wo fliegen. Kann ich so noch mehr weiter. Was? Okay. So, da spielen wir den Yokai, den Yoka mit dem Lady oben drauf. Ich habe schon eine Truhe, kann man die öffnen? Sieht nicht so aus. Okay, wir sind hier ein kleiner Lurch, wie es ausschaut. Hier können wir eigentlich Sachen greifen und kaputt machen. Was ist das für eine Taste? Angriff. Und da sollen wir dies nicht. Aber du musst mal Kisten öffnen. Das machen wir normalerweise mit E. Sind wahrscheinlich sowieso verschlossen. Okay, auch hier können wir nichts ändern. Okay, hier können wir hoch. Mr. Kanone. Okay, wir interagieren nur. Oh?
Okay. Jetzt bräuchte ich eine Erklärung. Informationen, Moves. Space springen, Space Space Doppelsprung. In Space können wir einen Move machen. Da können wir ducken. C ist interagieren. Oh nee, aber. Ich würde gern interagieren. Tun wir das mit C oder? Also mit Leertaste. Hey Blasto, wie geht's dir heute? Nicht besonders, ich habe Halsschmerzen. Meine Stimme ist fast weg. Das liegt an deiner Karaoke-Einlage letzte Nacht. Du hast uns alle von den Socken gehauen. Da bin ich nicht so sicher. Ich glaube, jemand hat einen gelben Zeitung in diese Richtung geworfen und ich habe sie versehentlich inhaliert. Ich wünschte, es gäbe eine wirkungsvolle Heilung, die mich wieder in Form bringt. Ah ja. Ah, okay, so können wir die Kamera steuern. Interessant. Das geht auch mit der linken Maustaste. Entdecken können auch mit der linken Maustaste. Waren wir noch nicht oben. Okay, da können wir wohl gerade noch nichts machen. Ich habe es halt noch nicht gelernt. Also erstmal die Spielsteuerung kapieren. Das ist ein bisschen rund hier, da muss man ein bisschen gucken. Läuft nicht direkt dort lang, wo man es macht. Der fährt eine kleine Runde. Einen etwas großen Wenderadius. Ich wüsste, wie das interagieren mit welcher Taste das interagieren nochmal ging. Also können wir kriechen. Doppelsprung. Okay. Dann geht's lang. Alles gut, Kumpels. Schön, mich zu sehen. Eine Schlange mit einer Hose. Hallo, ich bin Yuka und das ist meine Freundin Lady. Kennen wir dich? Klar doch, ich bin's. Tauzo, der ehrlichste und agilste Verkäufer. Ja, ich erinnere mich, du bist die Kanalliga, die uns diesen zwielichten Flachbildschirm verkauft hat. Nein, das war ich nicht. Du irrst dich, mein Freund. Hey,
Schoß hat, hast du hier zufällig ein magisches Buch vorbeifliegen sehen? Für 5 Federn habe ich das. Vielleicht. Sie sind gerade sehr gefragt. Das Buchgeschäft läuft blendend. Vielleicht findet ihr die Schatzkiste genug, die überall herumliegen. Ich habe schon versucht, welche davon zu knacken, während Junka schlief. Keine Chance. Ach, um sie zu knacken, braucht ja einen meiner persönlichen Spezialtricks. Wenn du Z verwendest, kann unser grüner Freund hier den Schwanzwedelnangriff ausführen. Der haut richtig rein. Z drücken, um anzugreifen. Alles klar. Ah, jetzt haben wir es gelernt. Exzellent. Geht jetzt in die Schatzkisten aufbrechen und bringt mir 5 Federn. Direkt vor der Nase schon welche. Ich bin eine Feder. Ist dann mal alle, um neue Tricks zu kaufen. Ah ja. Wo sehen wir, wie viele wir schon haben? Gar nicht. Oh nein. Erster Fail. So, mal die Kisten. 3 Federn. Schmetterling. Jam, ich bin ein leckerer Schmetterling. Bin ein Schmetterlingsenergie und sammle mich ein, um deine Energiereste zu füllen. 4. Feder. 5 brachte der, glaube ich. Kurz mal ein Stückchen trinken. Da sind noch mehr Kisten. Ach ja, das hilft meiner Erinnerung auf die Sprünge. Kommt zurück. Ja, man muss ihn anständig bezahlen, dann hilft er auch gerne. Ein Schmetterling. Und ein weiterer Schmetterling. Noch einmal nicht so viele Leben verloren. Das sollte ich bräuchten, aber. Oh nein. Ich wollte noch bis oben. Ach, hier wieder ein Schmetterling. Später werden wir die dringender benötigen. Ja, die Spielstörung ist bestimmt auch mit dem Controller ein bisschen eleganter. Ich muss hier erstmal ein bisschen üben. Oh nein. Na gut, wir sind hier eh fertig. Okay, gibt's noch Schmetterlinge? Werden wir wahrscheinlich später noch dringender benötigen. Jetzt haben wir sie alle schon gegessen. Nur zu, Lispli. Raus damit. Wo ist unser Buch? Ein Buch ist in Richtung dieses Unternehmens hinter diesem Tor geflogen. Seit der Übernahme durch den Konzern
von Nuri Towers gegen Droht seltsame Dinge vor sich. Ich bin selbst dorthin unterwegs, mein paar Tricks zu verkaufen. Erlaubt mir, das Tor zu öffnen. Komm, Junker, lass uns das Buch besorgen, bevor Thomas merkt, dass die gefundenen Federn nicht umgeben haben. Sehr schön, können wir es also behalten. Ein Menstruier von Space, während wir in der Luft sind, bewirkt einen Doppelsprung. Ja, ist klar. Oh nein, müssen wir nochmal drauf landen. Das ist sehr hübsch. Na, ich kann was tun. Ein Tutorial-Klassiker, wir sollten nahe dem Schild stehen. Jetzt können wir... Okay, uns. Ah, okay. So geht auch. Dann werden wir durch gleich. Okay, kommen wir nicht lang. Oha, Monster. Was sind das für blaue Dinger da vorne? Sie sehen sogar noch zwielichtiger aus als Closer. Haben die sich vielleicht verirrt? Das bezweifle ich. An unserer Stelle würde ich... Und ich bin 50% von uns, würden wir sie mit Z angreifen. Im Gegensatz zu diesen Unzen, Weichschützen, und so weiter. Hast recht, aber falls sie uns angreifen, kann ich mit C jederzeit einen in der Nähe befindlichen Schmetterling essen, um etwas Gesundheit zurückzugewinnen. Ah, ja. Sehr schön. Lecker Schmetterlinge. Ja, bisher ist noch nicht wirklich ein Problem. Haben wir es noch nicht wirklich benötigt. Okay, hier müssen wir rüber. Betreten verboten. Dies ist Privateigentum. Hallo, wir suchen unser verschwundenes Buch. Das scheint diesen weggenommen zu haben. Euer Buch gehört jetzt uns und bald aber auch dem Rest. Der Rest der Welt. Ein seltsames Geschäftsmodell. Eröffnet ihr ein Buchmobil? Eigentlich interessieren wir uns für ein ganz besonderes Buch. Und jetzt verschwindet, bevor ich das Wachpersonal rufe. Irgendwas stimmt hier nicht. Nee, wir sollten uns umschauen. Geht direkt rein. Aha. Hey, Freunde, hier drüben. Wir können direkt rein?
schön, euch wiederzusehen, Kumpels. Wie ich sehe, habt ihr die einfachen Tricks auf dem Kasten. Luke hat sich unterwegs einen kurzen Tutorial unterzogen. Super, es ist Zeit, eure Fähigkeit anzuwenden. Ich habe ein Stück eures Buches entdeckt. Wow, das erste, die erste Seite. Ich schlage vor, ihr geht es sammeln und findet heraus, was los ist. Ich würde ja selbst gehen, aber ich erwarte einen wichtigen Anruf vom Boss. Von Welt 1, er ist ganz heiß auf einen meiner Supertricks. Sicher doch. Ja, und dem werden wir wohl oder übel wahrscheinlich dann gegenüberstehen. Den Trick dann hoffentlich auch beherrschen können. Okay, da müssen wir hoch. Na dann. Auf geht's. Einmal umschauen hier. Wo geht's hier lang? Was gibt's hier zu sehen? Kleines Secret. Nur ein Weg hier hoch. Da gibt's noch nichts. Vice President. Aha, sehr schön. Mal tauchen. Habt ihr Probleme, das glitzernde Link, um auf der Goldstatue zu erreichen? Weiß, ich heutzutage Helden schimpft. Ich nehme nur Zeit, ich gucke mich hier nur um. Da geht's zu Welt 1, wie es ausschaut. Welt 1, Welt 2. Okay, jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass wir hochkommen. Oha. Eine Blume. Nein, nein, ich habe kein Problem, ich schaue mich hier nur um. Okay, da kommt man nicht hoch. Oh, wahrscheinlich erstmal eine Superattacke. Von da lang gekommen. Müssen wir einen Supersprint kriegen. Gehen wir, ich würde vermuten. Und dann nach dem ersten Blatt kriegen. Oha. Und runtergefallen. Ein Happy Platzer. Okay, da kommen wir nicht hoch. Ja, wir werden wahrscheinlich einen Sprinter da kriegen, womit wir dann da
hochkommen zu Levels. Ich wollte schon sagen. Warten, 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 warten. Knapp verpasst hätten wir es. Pagi aufgedeckt. Pagi. Erste Seite. Hallo, wer bist du denn? Ich bin eine Pagi. Ich lebe im allmächtigen Einbuch. Das Einbuch, wie viel ist so etwas wert? Das Einbuch ist ungemein mächtig und es wurde vom bösen Capital B gestohlen. Capital war hier schon unterwegs. Und Captain B, die seit Krieg des Buchkriegs keine Macht entfesseln und korrupte Firma die Geschichte des Universums neu zu schreiben. Zum Glück sind wir Pages aus dem Einbuch geflogen und haben uns versteckt. Ohne Pages ist das Einbuch nur ein leerer Hunger. Wenn ihr mich verwendet, um einen Großwälzer in dieser Fabrik zu entsperren, können wir in eine andere Welt gelangen und weitere Freunde von mir suchen. Keine Sorge, wir werden dir helfen, Rachel. Komm, Lady, lass uns einen dieser Großwälzer finden und weitere Pages suchen. Vielleicht kriegen wir dann bald eine neue Attacke. Hey Kumpels, ich glaube, ich kann euch bei euren neuen Quest helfen. Schaut doch mal vorbei, dann gebe ich euch die Details. Naja, wie vermutet, kriegen wir jetzt wahrscheinlich den Zauber, der uns weiterhilft, in Welt 1 zu kommen. Da hinten ist er. Und der hat sein Telefon. Hört mal, ihr beide wollt Großwälzer erkunden und ich habe vor, mein Geschäft an neuer Standort auszuweiten. Wie wäre es mit einer Abmachung? Für jeden Großwälzer, den ihr freischaltet, helfe ich eurer Quest mit einem neuen Trick gratis. Das klingt nach einer fairen Abmachung. Chosa, wir sind dabei. Super, euer erster Gratis-Trick ist einer meiner typischen Fähigkeiten. Wenn du Shift gedrückt hältst, kriegst du den nötigen Halt, um rutschige Rampen hinaufzurollen. Im Kleingedruckten gibt es eine Anmerkung, Kumpels. Je länger man diesen Trick ausführt, desto mehr Energie kostet es. Also rollt mit Bedacht. Anstatt Schmetterlinge zu essen, könnt ihr sie sammeln, um eure Energienäste zu füllen. Dachte ich mir. Komm jetzt hoch. Du kennst dein neues von Tosa patentiertes Manöver an, diese rutschigen Rampe ausprobieren. Komm an Welt 1. Hurra! Ich denke, Welt 1 werden wir heute schaffen. Zeit haben wir ja noch ein bisschen. Mal schauen. Okay. Steuerung halten.
soll das funktionieren? Okay, ich habe es noch nicht ganz verstanden. Eine Erklärung. Shift. Ah ja, verstehe. So machen wir es. Und oben sind wir. Schau mal, Lady, ein Pidgey in einem Käfig, undeutlich. Nun bestimmt auch kaputt machen. Hilfe, Kapitel BS. Kapitel BS. Fummi-Schergen haben mich in diesem Metallgefängnis gesperrt. Die Zettel sind ganz schön aufdringlich. Also los, sag's uns, wo der Schlüssel ist. Es gibt keinen Schlüssel. Um den Käfig zu öffnen, muss ein Puzzle in der Nähe gelöst werden. Aber den dafür nötigen Trick hast du noch nicht gelernt. Okay, Pidgey, dann kommen wir später wieder. Oh, schade. Dann müssen wir den wohl erstmal links liegen lassen. Erstmal hier hoch. Das Buch. Willkommen, ihr habt den ersten Großwitz erreicht. Danach lernen wir wahrscheinlich den Trick, um das nächste Blatt zu kriegen. Die großen Wälzer sind magische Portale zu neuen Welten. Hivori Towers scheint viel davon zu haben. Nur wir Pages können sie für mich freischalten. Stellt euch auf den Schalter, wenn ihr genug Pages gesammelt habt. Können wir ihn für euch öffnen. Ja, ja, und dann gehen wir hinein und retten mehr von euch, was? So ist es. Aber vergisst nicht, Chauser aufzusuchen, wenn ihr drinnen seid. Ich glaube, die Tricks, die er verkauft, können euch bei eurem Abenteuer helfen. Okay. Es wird ein Page kosten, diese Welt freizuschalten. Möchtet ihr die Stammblocktropfen freischalten? Das Abenteuer beginnt. Und das Buch öffnet sich. Kehrt hier zurück, dann erzähle ich mehr über den Großwälzer. Und ins Buch hinein. Auf geht's in die erste Welt. Das war erst die Vorgeschichte. Stammblocktropfen. Nein. So, hier können wir in der ersten Welt das erste Mal üben. Im Angreifen, im Rutschen. Im goldener Federn einsammeln. Okay, wen haben wir hier? Bester Buddy. Hochspuk. Ghost Writer sind wir. Wir haben es verpasst. Befreie alle fünf. Okay. Ja. Ein Geist hast du, das ist recht fein. Doch nur mit neuer Taktik kannst du alle befreien. Okay, hier sehe ich Noten. Nicht Noten. Noten wir durch Benjo Katsui. Das handelt mich so ein bisschen an. Ja, das Ding ist auf jeden Fall da. Banjo-Kazooie. Federn sind's hier. Oh nein,
Unser erster Schaden. Was man mit den Pflanzen dort anstellen, weiß auch noch nicht. Okay, das machen wir dann vielleicht später. Erstmal hier rüber. Und da ist noch eine Brücke. Da müssen wir auch mal rüber. Nein. Letzte Fehler. Können wir doch nicht da lassen. Wir können doch hier keine Fehler zurücklassen. Ja, vielleicht langfristig irgendwann schon, aber. Zum Bett 1 müssen wir doch erstmal. Bett 1 ist doch erstmal da zum Trainieren. Dann müssen wir uns doch hier. Jetzt muss die Blumen besorgen. Die Blumen. Wie komme ich denn jetzt darauf? C war es. Z. Was machen wir hier? Das Ende der Geister. Der will was essen. Oder wie? Rülps nicht so. Für den haben wir noch nichts. Machen wir mit Tier. Oh, ihr seht aus wie ein flottes Paar. Hallo, das hier ist Lady und ich bin Yoka. Und wer bist du? Ich bin Nimbe. Ihr Mann sieht nicht echt sympathisch aus. Wollen wir mal sehen, wer am flottesten ist. Beim Rennen auf meiner Bahn, meine ich. Wir machen überall mit, wo es um einen Page geht. Was meinst du, Yoka? Warum nicht? Ja klar, Nimble, machen wir ein Wettrennen. Ein Cloud-basiertes Rennen, wie modern. Flachwitz des Tages. Los geht's, anschnallen bitte eine Runde, wer zuerst alle Tore bewältigt hat, gewinnt und los geht's. Das müssen wir auf jeden Fall vor ihm schaffen. Oh nein. Wir werden verkacken. Ich bin noch ungeübt. Er hat einen Meilenweit im Vorsprung. Mit diesen Federn, den hole ich später. Kann man nicht mehr rollen, na toll. Du lässt mich rollen. Das hält uns maximal auf. Das haben wir natürlich nicht geschafft. Nochmal. Schade, so viel Schweiß und dann nur den zweiten Platz. Ich warte auf die Wiederholung. Habt ihr Zeit für eine weitere Runde? Das kriegen wir schnell hin. Los geht's, anschnellen bitte eine Runde, wer zuerst alle Tore gewählt hat. Das ist ein Schmetterlinge sammeln, damit wir hier nicht. Damit wir nicht rauskommen. Hier ist ein Schmetterling. Und los.
Wir haben die Wolke schon verloren. Muss mal C drücken vielleicht. Verdammt. Das Wolki. Das schafft man nie. Schmetterlinge. Du hast schon genug Federn für einen neuen Trick gefunden. Ach, was du willst. Nicht schade. Ja, komm, lass mal. Und dann bin ich noch zu schwach für. So, wo ist denn sein Büro? Wir sind auf der Strecke. Okay, was haben wir da oben? Die Münze bringt mich zu Rickstro, wenn du ein wenig Spaß haben willst. Okay. Es ist neu. Okay, gibt es noch weitere? Es sind ein paar goldene Federn, die wir bestimmt eines Tages übersehen. Aber ja. Tut mir leid, ich habe mir mit durch nichts zu, damit dir nichts zu tun. Hexe. Hexe sollen wir sein. Okay. Blöd abgeleckt. Das bringt vielleicht irgendwann mal was. Vielleicht mit dem neuen Trick. Mal schauen, wie wir hinkommen. Auch nach einem neuen Trick. Nee, da können wir so lang. Das ist eine glatte Wand, da können wir relativ leicht im Wellenmodus lang. Ach komm. Mal rollen bitte. Ach komm. Der nimmt nur noch. Du willst nicht rollen. Ach komm. Da kann man lange rutschen. Das hat's mit nix. Gut, lassen wir es erstmal. Wer bist denn du? Ach du meine Güte, hallo. Ich hatte nicht mit Besuchern gerechnet. Ihr müsst das schäbige Duo sein. Wegen dem Captain B so viel Wirbel macht. Ich darf mich vorstellen, Dr. Putz, die führende Wissenschaftlerin von Hivori Towers. Zumindest war ich das. Bis dieser furchtlose Dr. Quack mir meine Forschungsunterlagen gestohlen hat. Okay. Yuka, was ist mit ihren Armen los?
Ein kleines Hentai-Adventure mit ihr? Oder was? Psst. Ey, hallo, Dr. Butz. Ich bin Yuka und das hier ist Lane. Du scheinst ein paar tentakelige, technische Schwierigkeiten zu haben. Ob es dazu schon Hentai gibt? Bestimmt. Ich arbeite gerade an meinen Lieblingserfindung, die eine großartige Transformation ermöglichen. Nach der furchtbaren Angelegenheit mit Dr. Quack blieb nur ein meditierter Prototyp zurück. Außer jetzt läuft die Transformation wieder normal. Naja, abgesehen von dem einen kleinen Vorfall. Ich habe so eine Ahnung, worum es sich dabei gehandelt haben könnte. Wenn ihr in dieser Welt das Molekül für mich findet, kann ich den DNA-Tor anwerfen und euch bei eurem Auto helfen. Okay, Doc, wir werden sehen, was wir tun können. Hauptsache, ich kriege eine Seepocken. Keine Seepocken, Joker. Okay. Wie kommen wir zu dem Händlertypen? Es gibt Ärger. Autsch. Okay, wir brauchen ein Switch-Symbol, eine Source, eine Hand und... Okay. Ist das eine Stampfattacke oder was? Die wir noch nicht können. Hier waren wir schon. Nimble heißt der, glaube ich. Ein Zugstempel. Jetzt haben wir hier eine Page versteckt. Guten Tag, ihr strammen Abenteurer. Einen tollen Tag für die Jagd, nicht wahr? Das ist ein Pagey. Oh, müsstest du nicht eigentlich ganz einfach reden oder direkt auf uns zurennen? Wie die Neandertaler Hivori Towers? Auf keinen Fall. Ihr solltet wissen, dass ich bei weitem der aristokratischste Charakter im Spiel bin. Wohl kaum. In der nächsten Welt gibt es einen Typen mit einem riesigen Eispalast, der muss richtig Schotter haben. Darf ich euch mit einem bescheidenen Beleuchtungsproblem beleidigen? Dieser antike Tempel umfasst einen himmlischen Schießstand, aber irgendein Typ hat meine Oberfenster verdunkelt. Wäre es euch möglich, auf mein Dach zu klettern und die Fenster freizulegen? Das scheint eine angemessene Aufgabe für Leute aus Statur zu sein. Wir werden uns das mal anschauen. Wenn wir dafür den Pagey finden. Ich kriege meinen Pagey dann für die Schießaufgabe. Okay, da brauchen wir wahrscheinlich die Attacke für. Weil hier. Ja.
Zeit aufmachen wollen. Oha, ein Halbierter. Peachy. Was stellst du da? Ich bin ein Peachy-Stück. Ich wurde von Captain B's Schergen zerrissen und in diesen Dschungel geworfen. Meine anderen Stücke wurden in der Nähe verstreut. Bitte findet meine anderen drei Teile, damit ich wieder ganz sein kann. Du armes Ding, keine Bange. Wir werden dich mit dir selbst wieder vereinen. Ich dachte, das hier wäre ein modernes Spiel, Junker. Sammelobjekte sollten schon einteilig sein. Ja. Muss ja nicht. Hier brauchen wir. Ich brauche eine Stampfart dafür. Ich will noch nicht beherrschen. Ah ja, hier ist ja unser Kollege. Schau an, wie krass, meine alten Kameraden. Willkommen in mein Büro. Was für ein Büro. Sieht ja aus wie ein zurückgehörter alter Tempel. Ach ja, kümmert euch nicht darum. Die besten Designer sind an der Sache dran. Die haben schon Preise gewonnen. Nur vom Feinsten. Wie dem auch sei, ich nehme an, ihr seid wegen Tosas berühmten Manöver für Fortgeschrittene. Hier. Ja, bitte. Wir haben da ein paar neue Tricks dringend nötig, Bowser. Super, weil ihr meine lieben Freunde seid, werde ich euch einen echten Bossknacker lehren. Nur für 30 Federn, ein echtes Schnäppchen. Moment mal, ich dachte, wir hätten eine Abmachung. Wir schalten Welten frei und du gibst uns. Ja, Tricks. Meine Gratis-Tricks gibt es leider nur in den Hivori-Towers. In den Wälzerwelten gibt es das nicht. Sagt an, welche Sachen ihr interessiert seid, dann füllen wir die erforderlichen Formulare aus. Ein Bürokrat. Sonarenschuss. Schlürfschuss. Kumpelkracher. Ich glaube, wir brauchen den Kumpelkracher. Erste Wahl. Bist du sicher, dass du diesen Trick willst? Nein, aber okay. Okay, worum geht es in diesem Trick, Bowser? Der nächste Trick ist ein umwerfendes Angebot. Ich überlasse ihn euch praktisch für umsonst. Im Ernst, bei solchen Preisen werde ich bald einen weiteren Hypothek auf mein Haus aufnehmen müssen. Ist dein Haus auch eine zerbröckelnde Ruine? Lady? Wenn du deinen Kumpel durchführen willst, spring einfach mit Space in die Luft und drücke unseren grünen Freund Richtung Boden zu knallen. Massiven Schaden durchzuführen. Uff, wäre es nicht sinnvoller, wenn Lady das Knallen übernimmt? Wohl kaum. Beim Kumpelkracher kracht Luca mühelos durch Hindernisse und Feinde. Was haltet ihr von einer passenden Unfallversicherung, liebe Freunde? Naja, eigentlich. Nein, passt schon, danke. Ausverkauft. So, können wir uns noch was anderes leisten? Ach, er scheint nicht genügend Federn zu haben. Ah, okay, 15 haben wir noch. Na dann. Die können wir gebrauchen. Setzen wir mal Deckenlichter auf. So ging das, so ging das. Hallo, da oben. Danke für das Licht. Damit ich die Ziegung vorbringen kann. Wenn ihr die anderen drei blockierten Fenster noch freischalten könntet, wäre das famos.
Und ja. Und ja. Herausragende Arbeit. Kommt rein, dann können wir einen sportlichen Wettbewerb, meinen echten Preis ausrichten. Was meint ihr? Jetzt haben wir den Schuss noch nicht. Ja, ich weiß. Können es trotzdem versuchen. Und eine Feder hier. Müssen wahrscheinlich neue Federn sammeln, um da den einen Schuss zu sammeln. Jetzt machen wir erstmal das hier. Dann können wir eventuell das andere schaffen. Ein Page-Teil. Eins von dreien. Das zweite Page-Stück. Noch zwei. Okay. Das hat gedauert. Und hier haben wir einen Geist. Ein Ghostwriter. In den Büschen. Der Geist. Ach, was soll's. Ein bisschen Seitenstücke von unten. Moment, konnten wir da irgendwie hoch? Das wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Hallöchen. Mampf, Mampf. Guten Tag, junge Krieger. Ich weiß, du hast einen Namen, der irgendwie mit Gewicht zu tun hat, sag. Wer heißt du? Mampf, Mampf, Mampf. Man nennt mich Sir Kofferlot. Ich bin ein stolzer Reiter von Camelot. Sie wusste es. Gut, dann berichte uns mal von einem kühnen Schmatzquest. Mampf, wahrhaft, mein Ritterkamerad und ich finden uns auf kühnen Jagd nach dem heiligen Schatzplatz des großen Campo. Aus Sicherheitsgründen haben wir unsere Suche auf vier verschiedene Orte aufgeteilt. Ich fühle mich allerdings zurzeit ein wenig zu überlastet, um sie zu finden. Würdet ihr mir helfen, einen Ritterkameraden und den Schatz zu finden? Warum nicht? Keine Bange. Skofralot, wir werden das schon machen. Maff, maff, hervorragend. Mein ernster Ritter ist ganz in der Nähe. Erlaubt mir, euch einen Hinweis zu geben. Meine Füße sind nass, doch nicht in Sorge versinken. Ich werde in Firmi-Stadt schon nicht ertrinken. Alles klar, falls wir es vergessen sollten, kommen wir wieder und fragen nochmal nach. Das war klar. Wir bräuchten mal Federn. Nicht Federn, sondern Schmetterlinge. Ein paar Butterfliegen. Ah, hier ist eine Butterfliege. Okay, wo finden wir das nächste Seitenstück? Hier vielleicht. Ja.
Nächsten Zeit ein Stück. 12 von 3. Eins fehlt noch. Können wir hier vielleicht noch irgendwie hoch? Und die sind wir schon außerhalb. Nein. Verdammt. Rollen muss geübt sein. Wie viele von den Teilen haben wir dann schon eigentlich? Nee, wenn wir das letzte Zeitenstück nicht finden. Das ist woanders. Hier kommen wir dann in Wettbewerb um die andere. Jetzt haben wir 30 Dinger voll. Oh nein, soll nicht kommen sehen. Zum Glück gibt es hier keinen so großen Fallschaden. Der Schallfahne wird mir noch fehlen. Und Schmetterling. Okay, dann suchen wir vielleicht erstmal das letzte Page-Stück, was hier ist. Oh, das sind alle. Und jetzt kommt zurück. Ihr habt alle meine Stücke gefunden. Endlich bin ich wieder vollständig. Nicht lange, Goldchen. Seit Nummer 2. Seit Nummer 3 kriegen wir auch gleich. So, ich brauche mal einen Schuss, Dingens. Hast du einen Schuss? Nein, Mama. Okay. Sonarschuss, Schlürfschuss. Ich glaube, Sonarschuss wäre es. Oder? Ich bin mir nicht sicher, weil du es nicht beschrieben hast, aber. Okay. Wir wollen da zulernen, Torsa. Super, mit dem nächsten Trick habe ich meinen Boss aus Welt 3 besiegt. Das war nicht ohne. Ja klar, du kannst dich ja nicht mal einen Strich anziehen. Um den Nahschuss zu verwenden, benutze Alt, dann schießt du unseren lieben Freund brutale Wellen aus und aus so einer Energie. Hört sich cool an, sonst noch was? Wummelige? Was zum Henker? Ihr könnt auf Feinde schießen, um sie zu betäuben, oder Sonar aktivieren, um. Okay. 1800 Versicherungsplan, nein, danke. Ich hoffe, ich bin's das. Ansonsten müssen wir noch 30 neue einsammeln. Müssten wir wahrscheinlich sowieso. Aber das ist das Ziel, um hier neue Sachen zu bekommen. Das hier. Sehr schön, jetzt den Löwenkopf. Oha. Die Hand. Ist hier. Oha, wir haben insgesamt zu viel Zeit. Das Ei-Ding uns sehe ich nicht. Das hätten wir dort gehabt und das andere hätten wir. Das wäre hier.
Okay, versuchen wir es nochmal. Ein bisschen Lilienkopf haben wir hier. Die Hand haben wir hier. Das Eierdings haben wir hier. Und den Kopf. Verdammt. Unser erstes Game Over. Das muss dir auch mal gezeigt werden. Gut, dann machen wir das zuerst. Den Tempel. Danke, dass ihr die oberen Fenster geöffnet habt. Kein Problem, wir haben die Drecksarbeit erledigt. Jetzt her mit dem Peachy. Was? Ich soll euch mein feines Papier geben, sodass ich bei einer Notruft auf die riesige Fauna zurückgreifen muss? Oh, ich. Wohl kaum. Aber die Idee eines sportlichen Wettbewerbs sagt mir zu. Ich schlage vor, ihr stellt eure Zielgenauigkeit unter Beweis. Stelle die Ziele zur Verfügung auf Grundlage meiner Neandertaler-Bildung und ihr nehmt sie unter Beschuss. Wenn ihr trefft, überlasse ich euch den Page. Was habt ihr Lust, es an einem Schießstand nämlich krachen zu lassen? Ich denke, das schaffen wir mit dem Sonar-Dingens. Hoffentlich. Klingt gut, schießen wir los. Gütige Himmel, ihr könnt ja nicht einmal schießen. Denkt ihr, solltet diesen Turm einen Besuch abstatten. Okay, verdammt. War das nicht alt und. Mit alt war das. Okay, das reicht nicht als. Brauchen wir den anderen Dings noch. Den anderen Beruf. Okay, dann sammeln wir mal. Ein paar Federn. Und jetzt noch herkriegen. Hier sehe ich schon eine. Zwei haben wir jetzt, na toll. Suchen wir mal weiter. Oha. Gottchen, ich scheine mir pottweise Ärger einzuhandeln zu haben. Hey, immer schön höflich bleiben. Ich will nur an die Federn. Noch keinen bekämpfen. Da fliegen. Sieht ein wenig unterernährt aus. Jesus, Gott sei Dank, dass ihr hier seid. Ich wurde von diesem Dingern entführt und sie wollen mich kochen. Ist doch nichts mehr dran. Wenn sie Hunger haben, sollten sie sich einen Charakter aussuchen, der ein wenig fülliger ist, mein Lieber. Gottchen, man kann diese Tage einfach keine Entdeckerin von Weltrang mehr sein, ohne kurz und verspeist zu werden. Helft mir zu entkommen, dann belohne ich euch mit einem Page. Oh, sehr schön. Aber macht schnell, meine Entführer können jederzeit mit den Beilagen zurück sein. Was müssen wir tun? Keine Bange, Fräulein. Wir holen dich da raus. Ach, weg vom Topf, seltsamer Dino. Oh nein. Da kommen die Köcher. Oh nein.
Können wir hier mal. Was bringt der hier? Die müssen besiegt werden. Viele hier. Das Abendessen scheint auszufallen. Oh, danke, liebe Exo. Mein ewiger Dank ist dir gewiss. Diese Wilden haben eine anständige Abreibung gekriegt, aber ich habe das Gefühl, dass sie zurückkommen. Wir werden da schnell raus da. Spürst du das in deinen Knochen? Jetzt nehmt euch die Belohnung, ihr habt sie euch verdient. Und du? Du bleibst hier liegen? Na, soll mir recht sein. Oha, eine Höhle. Oh, okay, da kommen wir aus einem anderen Tor raus. Okay, wo geht's hier lang? Irgendwo ist nirgendwo. So, dann besorgen wir uns mal genügend Federn. Und den letzten. Achso. Hier ist der Ausgang. Den letzten Schuss brauchen wir dann noch. Wir haben keine Federn mit dabei. Okay, hier war noch dieser eine. Dieses Ding ist hier. Ich kümmer den mit. Ah, so können wir den wecken. Sehr schön. Verdammt. Da findet man vielleicht noch vier da oben. Und vielleicht so ein neues Pagey. Oh nein. Okay, ihn hier müssen wir wecken. Das dauert noch ein bisschen, bis wir uns mal treffen. Verdammt! Als ob. Als ob. Und hier sehe ich noch Federn. So, bisher muss ich wirklich sagen, gefällt mir das eigentlich recht gut. Vielleicht spielen wir es dann irgendwann im Let's Play weiter. Dann würde ich die erste Welt aber nicht nochmal aufnehmen. Dann würde ich einfach auf das Weihnachtsspecial verweisen. Ha!
Oha. Jemand Pagey. Ist ja gut. Es müsste das vierte sein. Hey, ihr scheint genug Pages zurückgefunden zu haben, um eine Welt zu erweitern. Trefft mich am Großwälzer-Eingang. Wenn ihr bereit seid, dann erzähle ich euch mehr. Okay, aber das eine will ich noch. Das ist noch eins, was ich kriegen kann. Ich schon irgendwie scharf drauf. Da ist noch den, zumindest den Schuss zu bekommen und dann noch. Das noch gewinnen zu können. Ah ja, hier haben wir noch ein Rätsel. Vielleicht kriegen wir dazu noch, dafür noch. Federn als Belohnung. So und so war das. Der Löwenkopf, der war hier. Dann hatten wir die Hand, die war da drüben. Verdammt. Daneben springen ist nicht schön. Und dann haben wir hier das Osterei. Und den Kopf hier. Verdammt! So. Switch-Symbol, Löwenkopf. Und Osterei und... und Kopf. Und Löwenkopf. Verdammt, haben wir verkackt. Na gut, lassen wir es gut sein. Das bringt uns auch nicht weiter. Da sehe ich noch. Goldener. Nein! Ein paar Federn am Horizont entdeckt. So, wo waren die Federn? Ich glaube in dieser Richtung. Das war eine Blume. Jetzt bin ich im Kreis gelaufen. Irgendwo ganz oben am Horizont war die. Da waren die Federn. Da drüben. Das müssen wir noch hinkriegen. Ah, da gibt es noch ein weiteres Plättchen. Oha. Nein, 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 warte, nicht, nein, nein. Nein, 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 so schnell, das wird doch nichts. Oh weia. Eigentlich geht es mir nur um die Federn, aber das Blatt hier will ich jetzt auch haben. Das Pagey. Nein! Wollen müssen wir können. Machen wir es halt ohne Zeit. Und was soll das? Nein! Verdammt!
Natur, Kunst des Rollens. Ups! Und Springens. Ich ging es nur um hier. Feder. Ach komm, wir könnten auch noch später mit Spray noch zurückkommen. Ich glaube, wir lassen das jetzt hier. Gehen zurück zum Buch und beenden die Story. So wichtig ist die kleine Nebenquest dann auch nicht. Okay, jetzt nicht lang. Jetzt erstmal die Orientierung finden. Wo war der Start der Quest? Gewalt 1. Hier vielleicht. Ausgang suchen. Ah ja, hier. Hier müssen wir lang. Na dann, auf ins Buch. Haben wir doch Welt 1 weitestgehend abgeschlossen. Das ist sehr schön. Ihr seid wieder da und lebt noch. Dieses Schlangentyp hat seine Wette also scheinbar verloren. Ja, wir... Moment mal, welche Wette? Diese Großwette können gefährliche Orte sein. Aber es ist schön, dass ihr wieder da seid. Ich habe euch etwas Wichtiges mitzuteilen. Große Wetter wie diese hier können erweitert werden. Mit der Kraft der Pages, die ihr gefunden habt. Eine Erweiterung macht die Buchwelten größer und füllt sie mit zusätzlichen Herausforderungen, die es zu entdecken gilt. Klingt cool. Wie funktioniert es? Wenn ihr genug von uns Pages gefunden habt, könnt ihr euch entscheiden. Entweder erweitert ihr einen Großwetter, den ihr schon geöffnet habt, oder ihr durchsucht Nivori Tower nach einem der neuen Großwetter, den ihr mit uns freischalten könnt. Erweitern oder erkunden? Ja, ihr habt die Wahl. Die Reihenfolge ist dabei auch beliebig. Hauptsache, ihr habt bei eurem Abenteuer genug Pages gesammelt. Und wie genau nutzen wir unsere Pages, um ein Großwetter zu erweitern, Pagey? Das ist ganz ganz leicht. Tretet einfach auf den Schalter vor dem Großwetter und drückt Space. Ihr werdet euch sagen, wie viele Pages... Ich werde euch sagen, wie viele Pages erforderlich sind, um der Welt zu erweitern. Um die Welt zu erweitern. Um die anderen Großwetter zu finden, achtet auf die hilfreichen Wegweiser, die wir Pages überall in Hyrule Towers verteilt haben. Alles klar, wir machen uns dann jetzt mal weiter. Unser Abenteuer zu sagen, dann noch, ob wir erweitern oder erkunden wollen. Ah ja. Okay, mein nächster Schritt wäre erstmal erkunden. Ich werde eher... in die zweite Welt vorgedrungen, aber... Okay. Da klingelt mein Wecker. Der mir sagt, dass die Zeit vorbei ist. Okay, eine Schlusssache haben wir noch nicht. Müssen wir nochmal holen. Ist wahrscheinlich auch notwendig für die zweite Welt. Aber gut. Gut, Welt 1 haben wir abgeschlossen. Und zu Welt 2 ging es. Würde es jetzt hier lang gehen. Da hinauf. Hey. Ja.
würde es aber für heute mal für dieses Weihnachtsspecial dabei belassen. Ich sag Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Dieses kleine Anspielen im Weihnachtsspecial. Na, klein war es nicht. Ukulele haben wir angespielt. Gebt einen Daumen nach oben, wenn ihr das mal als Let's Play sehen wollt. Irgendwann bei mir auf dem Kanal. Ja. Ansonsten habt ihr noch einen angenehmen fürstlichen Tag. Habt ihr noch eine angenehme fürstliche Weihnacht. Frohe Zwergnachten. Und wir sehen uns sehr bald wieder. Morgen kommt noch mal ein Weihnachtsspecial, wenn ich das richtig habe. Das richtig im Kopf habe. Okay. Ja, ich begebe mich zurück ins Hauptmenü und dann das Speichern und Beenden. Und dann sage ich Danke fürs Zuschauen. Habt ihr noch einen angenehmen Tag und ja. Man sieht sich. Frohe Zwergnachten. Hurra. Ho, ho, ho. Weihnachten.